jetzt unten eigentlich irgendwas drin gespawnt, was mir nützliche Sachen droppen könnte? Oder nur ein Zombie? Das ist natürlich auch eine schöne Spawnerhöhle. Aber das spawnt anscheinend nichts. Ich lasse denen keine Zeit zum Spawnen. So sieht's aus. Hey, ein Apfel. Lecker Apfel. Finde ich gut. Wie sieht's aus? So habe ich das gern. Und dann können wir auch schon anfangen mit dem Dach. Hui. Ich glaube, mir ist was entfallen, was das Bauen von Häusern und Dächern vor allem angeht. Na, also ich muss jetzt kurz hier noch ergänzen. So, das muss doch reichen, oder? Sieht das Häuschen doch recht finster aus, obwohl ich ja finstere Häuser mag. Ich bin ja eher so der dunkle Typ. Aber ne, und Licht und so, und Endorphine und das ganze Gebrabbel halt. Natürlich auch nicht schlecht, kann man einfach einsteigen, aber ne, wir sind ja normale Leute und außerdem
Es ist ja auch nicht so toll, wenn da jeder reinspazieren kann. Inklusive Zombies. So. Ah, das hat Samen Gras angetroppt. Finde ich gut. Sehr schön. Zum Beispiel Feldhacke. Auch her damit. Gut. Ist gut. Sehr schön. Paradies hier. Wieso stehen die eigentlich so in die Ecke gedrängt? Das ist doch nicht nötig. Jungs oder Mädel oder keine Ahnung. Oder beide oder irgendwie. Oder so. Hühner halt. Real, dass das Glas nicht wiederkommt, sozusagen. Also, dass das nicht droppt, wenn man es abbaut, aber ein bisschen schade, ein bisschen verschwenderisch kann das schon sein, ne? Bisschen schneller. Bisschen schneller. Ich kann meine Mausempfindlichkeit auch auf Game stellen. Moment. Einfach nur mal so, einfach nur für Just for Fun. Da geht das bestimmt schneller. Ja. Das geht auf jeden Fall viel schneller. Okay. Also das ist. Ich muss ja mit der Maus 10-mal übers Mauspad fahren, ehe ich mich einmal gedreht habe. Aber jetzt arbeite ich zumindest im Takt mit dem Ofen. Was irgendwie auch ein bisschen scheiße ist. Ich will zum Bett. Lass mich. Du kannst nur nachts schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Ja, ich weiß. Ich kann schlafen, wann ich will. Habe ich schon mal gesagt. Ich weiß. So, besser. Das Glas reicht nicht. Der Sand reicht nicht mehr. Komm, ein bisschen auf Hyper. Nee, nicht schwer. Nee, lass mich. Turbo. Ja, das ist schön. Jetzt kann ich natürlich noch schneller reagieren, ist klar. Aber das ändert nichts daran, dass die Maus manchmal hängt. Leider. Nee, lass mich. Wie gesagt, in die Gegend geklatscht es aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall. Arbeite mal. Und dann
Ich will deine Schweine killen. Na, die sind mir das. Alles ihre Schuld, dass das hier so kompliziert ist. Alles eure Schuld, hört ihr? Oh. Sorry. Leute. Ja, sind wir mal gespielt, das ist auch nicht so. Ist auch nicht so toll. Aber wieder so. Boah, da kommt das einfach immer sehr langsam vor. Aber auch angenehm langsam. Nur mal so zur Info. Hühnchen. So. Zeit für eine erste Kiste. Zwei wollte ich eigentlich machen. Deswegen habe ich da zwei reingesteckt. Also zwei. Zweimal Holz für zwei Kisten. Also Holz für zwei Kisten sozusagen. Deswegen. So. Dann. Hier schon mal Glas reinräumen. Außerdem werde ich Ziegeln mehr brauchen, genauso wie das hier. Zäune auch nicht. Und ja, den Eimer vorerst auch nicht. So sehr. Und schon ist das Inventar ein bisschen freier. Ganz schön protected vor. Protected, keine Ahnung. Nur das ewige Zombie-Geschwinde macht mich nervös. Immer noch. Ich frage mich, wo die herkommen. Ist jetzt definitiv keine Höhe gewesen. Oder ist halt das erste, was zum Gespawnt? Das kann natürlich sein. Aber der war auch schon vorher da. Ne, drop wenigstens was gescheit, wenn du schon hier aufhörst. Ja, und brenne. Brenne. Scheiße. Autsch. Wieso treffe ich nicht? Boah, scheiße. So, entweder hat das Spiel gerade gehangen. Oder meine Maus hat nicht reagiert. Wenn das Feuer nicht gewesen wäre, dann wäre es jetzt anders ausgesehen. Okay. Und ich denke, damit war das. Würde ich jetzt mal mit der Aufnahme die Aufnahme abbrechen. Denn das war ja schon ziemlich ereignisreich heute. Also für heute müsste das definitiv reichen. Dann geht es dann in der nächsten Folge wahrscheinlich weiter mit der Erkundung von noch nicht gefundenen Höhlen. Und ich werde mich verlaufen, das ist keine Frage. Deswegen werde ich jetzt hier die Kohle zusammenkratzen und Fackeln machen. Und zwar ziemlich viele, dass ich wieder nach Hause finde. Ne, weil das ist einfach eine Katastrophe. Ich bin ein geografisches Profil und genauso sieht es auch mit meinem Orientierungssinn aus. Also nicht wundern. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, wie ich mich kenne. Also mache ich noch mehr. Okay. Ne, weil in der Höhle braucht man ja auch noch so und mehr Kohle habe ich dann nicht mehr. Also muss es dann reichen. Dann. Ne, und dann war es das jetzt bis vorerst. Also. Bis dann.